wir ins kommende Jahr schauen, in das Bundestagswahljahr, dann wird das natürlich einerseits spannend werden. Spannend deswegen, weil wir nicht wissen, was wirklich jetzt von externen Ereignissen auf uns zukommt. Spannend wird es aber auch werden, was den Wahlausgang angeht. Denn durch das Aufkommen der AfD haben wir eine Partei, so wie es früher mit der PDS der Fall war, die als nicht koalitionswürdig und koalitionsfähig angesehen wird. Und das bedeutet, dass die Koalitionsbildung viel schwieriger werden wird, als das in früheren Jahren der Fall war. Möglicherweise kriegen wir Dreierkoalitionen, vielleicht sogar Viererkoalitionen oder eine Minderheitsregierung. Und letzteres möge uns Gott sei Dank erspart bleiben.